Moinsen ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und wir spielen immer noch Bioshock Infinite. Folge 9 inzwischen. Das letzte Mal haben wir hier an diesem Strand aufgehört, in dem Elisabeth uns einfach mal so schnöde verlassen hat, weil sie der Musik gefolgt ist. Wir sollten jetzt dasselbe tun und versuchen sie zu finden. Ich sehe gerade, unsere Lebensanzeige ist ganz schön im Arsch. Könnte damit zusammenhängen, dass wir vom Himmel gestürzt sind, während ein riesiger verrückter Vogel uns verfolgt hat. Also müssen wir auch mal gucken, dass wir ein bisschen was zu phrasen finden, um wieder Genesung zu bekommen. Hier liegt doch schon was rum. Die netten Tauben uns was übrig gelassen haben. Wunderbar. Hier mal ein Stück Kuchen. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Was bitte? Was ist das denn hier? Du bist beleidigt. Ich habe ganz nett gefragt, ob ihr eine Frau gesehen habt und die meint, ich bin besoffen. Gibt's hier keine Frauen oder was? Ah, hier ist wieder so ein Dingens. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Mhm. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Klingt langweilig. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Oh, ein Gesundheitskit. Warm, das hat uns ganz schön aufgefrischt. Hey, ja? Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Okay. Danke. Das war sehr hilfreich. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Klingt vernünftig. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Außer so einen lustigen Eimer? Nö. Ein Kinderwagen, okay, in dem Pistolenmunition liegt, warum auch nicht. Ich kann gar keine Waffen benutzen. Mhm. Wow, da flippen wir wieder rum, was denn hier unten muss. Mehr Salz. Gucken wir uns das gleich mal hier an. Battleship Bay. Es ist tatsächlich ein fliegender Strand. Sehe ich da jetzt nicht mehr, außer das? Na, das ist ja nett. Mhm. Wie gesagt, sie können fliegende Strände bauen, aber haben noch keinen Farbfilm entwickelt. Nice. Sieht ein bisschen rauchig aus, Junge. War die alles in Ordnung? Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ja, scheiße, ne? Das kannst du bei der aktuellen Konjunktur voll vergessen. Vor allen Dingen, das kostet bestimmt was, so eine Stadt in der Luft zu halten. Da geht halt nicht. Munition. Ich klau mir mal gerade ein Zeug und dann... Hier kommt das Wasser also her. Wo auch immer das herkommt. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich pumpen sie es direkt aus den Wolken oder so. Ui. Moin. Die Zeiten ändern sich. Ja? Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. In eurem kleinen Städtchen, da traue ich euch das wirklich zu. Ja. Dass ihr so einen Scheiß verbietet. Okay. Hier ist Sand. Noch mehr Sand. Ich muss zu essen. Wow, und wir flippen wieder los. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du was für einer bist. Kennen wir doch schon. Hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Oh, was ist das? Oh nein, wir stacken. Oh. Hier ist was Blaues. Salz. Nice. Tonne. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Lacht nicht so dumm. Mann, warum habt ihr überhaupt Schirme da? Steht ihr im Schatten? Ach komm, ich reg mich nie auf. Ich reg mich einfach nie auf. Wir gehen einfach weiter. Da liegt noch was. Brauchen wir nicht. Oh ja, yeah, ein böse guckendes Battleship mit Kanonen auf dem Kopf. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Danke. Jetzt Sprung! 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 Okay, Sprung! Also dann. Sprung! Ihr seid stark! Stark!
Tut so, als wärt ihr Herkules. Ich mach mit. Jawohl. Ich mach mit. Gut so. Yeah. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann ebenso. Los, soll das den ganzen Tag dauern? Es ist so heiß. Keine Ahnung haben, wer sie sind. Ich weiß, wer ich bin. David ist mein Name. Ich bin hier, um wieder ganz schnell von hier wegzukommen. Baust wieder eine Sandburg. Mal sehen, ob du es besser kannst. Oh, blöd, hä? Gleich nochmal von vorne. Genau. Und ich klaue deine Limo. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Keine Ahnung. Na? Tschüsse, das ist schön. Und ihr auch? Oh, was ist mit deiner Hand los? Hast du was geschnitten oder so? Sieht ein bisschen komisch aus. Na, egal. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Oh, ich stacke fest! Ja. Springen wir direkt über die Boote. Gibt's hier noch irgendwas? Noch ein Eimer. Mutter wird das niemals erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Ja, genau. Meine Sandburg! Da kaputt machen. Okay, funktioniert nicht. Was ist das denn für eine super Sandburg? Der da hinten kann nicht mal seinen Eimer umdrehen, ohne dass es zerfällt, und das Ding hält sogar mich aus. Respekt, wer auch immer das gebaut hat, ne? Gut. Oh mein Gott. Gut. Dancing at Dusk. Na mal los, ich bin mit Dancing. Da wird sie wohl. Da ist sie auch schon. Und sie tanzt mit einem anderen hey, Mann. Kleine. Ja. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Ich tanze Wieso? Nicht. Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Sag ihr, was sie hören will, ne? Ich bin frei. Ja. Kaum zu glauben, aber wahr. War ja auch fast nicht tödlich. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Die Leine. Du, ja. Nach Hundekot. Du musst Elisabeth bei Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Das ist gut. Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Er ist ein verdammter Freak. Ja, wir gehen sofort. Ich guck mich gerade mal um. Was zur Hölle? Little Miss Columbia. Also sieht auch aus. Ist ja pottenhässlich, das Ding. Wir sollen das kaufen. Ich nicht. Okay, was gibt's hier noch so? Employees only. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Ach, wo fängt er das? Ach, unten fängt er das wahrscheinlich wieder auf. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Ja, total. Zigaretten rauche ich nicht. Zigarrendose. Ach, oh. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Das ist nett von dir. Ich suche so lange mal irgendwas Brauchbares. Wenn du was findest, sagst du Bescheid, ne? Das ist ja nett, dass sie dann so mithilft. Bis nächst. Hier ist was. Was zu phrasen. Klau ich mal sein Geld. Interessiert ihn auch nicht. Und sonst noch irgendwas hier? Da. Müsli. Wow, bin ich wieder am Flippen hier. Elisabeth, du bist im Weg. Wow. Limonade. Aus dem Mülleimer trinken, klar. Was ist hier noch los? Okay, wie hast du dich gerade vor mich ist ein bisschen gruselig hier oben, ne? Dass die da sitzt. Gut, okay, komm, wir hauen hier ab. Das ist mir zu unangenehm. Da ins helle Licht. Wo sind wir? Oh, es lebt wieder. Obere Promenade. Geil, Karamell. Weg damit. Danke, war lecker, ne?
Hier gibt's Blumen. Mr. DeWitt, hier. Vogel oder den Käfig? Oh, die beiden wieder. Den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Ja. Schon gut. Noch mehr von den Puppen. Das ist schon besser. So, kann ich jetzt hier was machen? Ah ja, hier. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Nee. Ich kann mich nicht entscheiden. Also nach unserer Zusammenkunft mit dem Songbird würde ich mal gerade den Vogel benutzen. Den rechten. Das ganz sieht doch sicher? Cooler aus. Ja, nimm sicher. Den. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Ja. Wir sollten verschwinden. Los. Ihr sagt uns, was ihm weiße scheint. Tja, das habe ich kaputt gemacht. Oh, Frederick. Frederick. Erstmal ein paar Äpfel essen. Ne? Da hinten. Jetzt heult mal nicht rum, nur weil diese Statue da ein bisschen kaputt gegangen ist. Baut man das ja wieder auf. Er wird es richten. Er ist das Schwert der Rache. Also es sieht schon ein bisschen arg gruselig aus, das Kind, ne? Oh. Ne? Wo war Songbird, als es passiert ist? Der, mit dem bin ich baden gegangen und der ist nicht wasserfest. Wollte ich nochmal sagen, ne? Nächstes Mal, denkt dran, wenn die ins Wasser fallen, dann gehen die kaputt. Oh, warte, gibt's hier noch was? Außer was zu saufen? Nee. Gut. Ich krieg gerade einen Serious Frame Drop auf 28 Frames von 60 runter. Warum auch immer. Alles wieder gut. Das ist bestimmt die Zuckerwatte hier. Na los, ich will das Portemonnaie hier. Na geht doch. Und Zuckerwatte. Alles wegessen. So, Elisabeth, lass uns mal abhauen hier. Wo müssen wir eigentlich lang? Da hoch? Da hoch. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Wozu sind die gut, außer dazu Leute zu erschrecken mit ihren bizarren Behinderungen? Du bist aber nicht nett, ne? Da muss man mal sagen hier. Was steht hier? Achtung, Durchsuchung steht bevor. Anordnung der Polizeibehörde von Columbia. Das könnte ein Problem ergeben. Naja. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Ja, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Ich stehe doch schon hier. Komm du. Wo rennst du hin? Na, tschüss, ne? Na? Hey, Hulle, zieh dir den an! Ich verstehe nicht, warum sie uns alle aufhalten. Schnauze! Hast du das mit der Statue gehört? Mein Gott, was ist los? Geheim und schlaf deinen Rausch aus. Genau. Schlaf mal deinen Rausch aus, Mann. Komm, lass mal abhauen. Hier, Tür öffnen. Ach, das Ding ist versperrt. Ja, ja, stimmt ja, die kann ja knacken. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Du hast es drauf. Gelernt, Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Ja, du kannst mir das ja nach und nach alles mal zeigen. Okay, hier haben wir einen Schreibtisch. Hier haben wir noch ein. Ich muss dringend diese Schuhe ausziehen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wir müssen am besten einfach neue finden, die ersetzen, weil dieses schneller Laufen, das ist komplett sinnlos und eigentlich nur nervig und gefährlich. Wo sind wir denn hier? Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Mhm. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Ja, ja, okay. Geld. So, da. Komische, hässliche Puppen. Was seid ihr denn für Dinger? Oh, ihr haltet euch an den Händchen. Ist ja süß. Wow, flippen wir schon wieder los. Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Nice. Das war irgendwie cool. Hi. Ja, danke. Brauchen wir alles nicht. Tschüss. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Dann gehen wir erstmal hier lang.
Gin, so sehe ich auch aus, dass ich mir jetzt hier Gin reinkippe. Verhält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ein paar Fangfragen. Interessant. Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihren Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Alles klar, wenn meine Haushälterin sich seltsam benimmt, werde ich das tun. Lass mich doch erstmal das hier machen. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Klingt ja richtig heimelig. Diese Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, kennen wir doch alles schon. Warum kriegt das jetzt nochmal? Neues Hemd, Nitro-Weste, erhöhe den Streuschadenradius von Sprengwaffen. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was wir gerade tragen. Nach dem Verzehr eines Snacks bewegst du dich 3 Sekunden lang, ja, gleich ersetzen durch das hier. Juhu, wir rennen endlich nicht mehr durch die Gegend. Na, ach, wunderbar. Hier kommen wir noch Wasser an. Ist ganz gut. Bisschen schön die Kosten von denen in die Höhe treiben. Hey, Moin. Mister, wir wollen Ihnen helfen. Ich kenne dich doch. Da bei der Verlosung vorhin. Ja, stimmt. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Wer? Daisy? Hier, ihr habt was für mich. Newtsches Gesetz. Beim Landen von einer Skyline werden Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Und was habe ich momentan an? Flinke Füße. Beim Ausweichen... Nee, dann wird das sofort gewechselt. Zack. Cool. Danke. Ich habe gerne nicht mit dem Ball nach euch geworfen. Colored and Irish Washroom. Okay. Wir sehen also, die Schwarzen und die Iren haben einen eigenen Waschraum. Ach ja. What the fuck? Halte diesen Bereich sauber. Es ist dein Job. Okay, wir wissen jetzt langsam ganz genau, worauf das Spiel so ab... Ja, es sieht auch echt scheiße aus hier drin, ne? Bisschen hässlich und ranzig und es ist da. Da, komm. Mach mal alles an. Muss mal da pissen. Gibt's hier irgendwo irgendwas? Liegt hier was rum? Nee. Doch, da. Unbekannter Fusel, das machen wir mal lieber nicht. Da kann nichts bei Gutes bei rumkommen, ne? Gehen wir mal gerade noch hier rein. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Darf ich nicht euren Waschraum benutzen? Weil ich weiß bin? Okay, so strikt ist das schon. Ich hau ab. Nachdem ich die Wasserhähne aufgedreht habe. So, tschüss. Bitte, Sir. Ja, ich gehe doch schon, So, nochmal danke, ne, und genießt eure Freiheit. Am besten verpisst ihr euch aus dieser verrückten Scheißstadt. Hier ist etwas Geld. Jo, geht her. Puh. Das ist echt cool. Also. Nice, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sieht ein bisschen... Was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Okay, jetzt hat sie Zuckerwatte. Nice. Hier liegt Geld rum. Was ist das denn hier? Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Aha. Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Okay. Okay. Ob die wohl unterschiedliche Storys erzählen, wenn sie unterschiedliche Farben haben? Oh mein Gott, ist das furchtbar. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ich bin jetzt schon ein großer Fan. Wenn ein Schlaukopf die kolumbische Hymne hört, nimmt er Haltung an und singt stolz und kräftig mit. Wenn ein Schwachkopf die kolumbische Hymne hört, sagt er nur: Das Lied wieder, ich bin zu faul zum Mitsingen. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Mhm. Ihr seid beide Schwachköpfe. Okay, der Part ist leider schon wieder rum, deswegen mit diesem wunderbaren Blick in diese Arcade-Halle verabschiede ich mich dann für diesen Part
hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann im nächsten Part, wo wir weiter uns das nächste und letzte dieser wunderbaren Teile da ansehen. Und dann, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, zur First Lady weiterlaufen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.